Niederlande. Das war schon meine erste Klausurtage. Generell meine erste Larve-Sitzung. Ah, das bin ich. Da bin ich mit dem Torben über die Dünen gesprungen. Dünen-Jumping. Ich war damals nicht dabei, aber ich erinnere mich, dass das ein sehr großer Skandal im Verband war. Denn da wurde ja mit den Geldern des einfachen Mitglieds rumgearscht, ohne Ende. Das muss ich mir vorstellen, nach Holland. Es war auch in Holland. Ah ja, schön. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß da. Okay. Das ist die ganz allerliebste Sitzung. Ah, nee. Bamberg! Ist es in Bamberg? Oder ist es in Dalherda? Ich kann es gerade nicht erkennen. Bundeslager! Das wo man nicht sieht, dass ich eine Corsage für meinen Bauch trage. Oh, Bundeslager. Das hat richtig Spaß gemacht. Könnte man wieder haben. Aber die hessischen Teillager waren schon immer gut auf dem Bundeslager. Das stimmt. Hessen-Abend geplant. Genau, stimmt. Thomas hat das super gemacht. Und das Bier ist uns so massiv explodiert. Und die ganze Zeit ist das Café schon unter Wasser gesetzt. Ach ja. Das mochte ich schon immer sehr an unserem ersten Vorsitzenden, dass er nah am Volk. Ja. Ja, der Pixie hat es total mit Bier. Pixie und Bier sieht man auf jeder Klausurfahrt. Richtig, das war die Blindverkostung mit dem Bier und keiner wusste, was es war. Und ich war völlig überrascht, was rauskam. Das stimmt. Aber die waren alle relativ gut. Und Bex hat echt schon ganz gut abgetan. Ich weiß nicht, Lichert auf jeden Fall. Max war nicht schlecht. Eindrucksvoll. Für Grombacher entschieden. Nee, für Licher entschieden, wenn ich mich erinnere. Und alle haben gesagt, das ist bestimmt kein Licher. Und ich erinnere mich aber an meinen goldenen Moment. Ich habe mich jeder richtig gemacht. Alle haben gesagt, dass Licher richtig scheiße ist. Grandiose Spiele. Max und Torben. Da gab es so einen Regionswettkampf oder so. Das war die Regions-Challenge. Willst du da das Ei von irgendjemandem in den Mund nehmen, oder? Ja, so Vorsätze schießen. Ich weiß, ich habe damals irgendwas richtig Schlechtes geschossen, was ich überhaupt nicht wollte. Ja, wo Benny den Pfeil ins Bein gekriegt hat, ich erinnere mich. Ja, ja. Seitdem. Wie eine angeschossene Antilope. Seitdem läuft er in Bad Nauheim vom Bahnhof nicht mehr hoch, sondern lässt sich abholen. Seitdem kann er keinen Sport mehr treiben. Wo es um die Veränderung der Jugendheime ging, wo ich Peter Tauber zufällig über den Weg gelaufen bin und immer drauf angesprochen habe. Das ist bei der U18 war. Diesen Bademantel trage ich manchmal, wenn ich in Friedberg der Dusche bei meinen Eltern entsteige, ziehe ich ihn an. Die U18 war. Da, wo wir mit 20 Sekunden bedacht wurden in den letzten Rundfunk und niemand mitbekommen hat, dass es der VCP gemacht hat. Aber warum? Weil wir nicht einen Bademantel hatten. Das war Apeports, die Eröffnungskombo. Die Affenwarze. Doku Sommerfest, / Tag der offenen Tür, letztes Jahr. Sehr ökologisch und fettig, ja. Kam aber gut an. Ich muss dreimal duschen und dann immer noch nach unten bohren. Tür leicht schräg nach unten bohren, und vergessen. Vor allem dieser Blick von Jan Kellner, legendär. Bamberger Hölle. Das war in Bamberg, oder? Ach stimmt, da haben wir gedödelt. Hey, wir kennen noch die Stadtführung war das. Ja. Die kulinarische Stadtführung. Hölle, beste Kartoffeln südlich Darmstadt. Dazu muss man sagen, das Bamberger Hörnler ist ja ein Teekesselchen, denn auf der einen Seite ist eine Kartoffel und auf der anderen Seite ein Hörnchen, das mit echter Butter zubereitet wurde. Wir durften beides kosten, einmal von Jabo, einmal von einem professionellen Bäcker. Dalherda, beim Rodeln. Also oben auf der Wasserkuppe, beim Rodeln. Das war in Dalherda, in der tiefsten Rhön beim Schlittenfahren. Kurz bevor er wahrscheinlich kaputt gegangen ist. Trauriges Erlebnis. Da leih ich einmal meinen Schlitten. Als Lehmers Schlitten kaputt gegangen. Und dann hast du noch Knacken gehört. Schlosshofahrt nach Dalherda. Das hat mir echt leid getan. Ja, viele Sachen ausprobiert, viele Methoden, lange Rednerlisten. Postkarten. Die Postkarten. Mit dem Julia Knöls. Tja, so läuft es ab in der Anführungsrunde während der Sitzung. Faber Castell ist immer dabei. Ach, die Regionen, die Süßis.
Ach ja, der Diskussionskultur in der Larve. Genau so, wenn sich jemand einigt, das Protokoll. Genau. Und schaut Lena so gelangweilt. Oh, hier sieht man auch einen klassischen Max bei Mode. Da wird abgestimmt. Alle sind dafür und die Tagesordnung ist ziemlich dünn. Naja. Da waren wir wieder essen im Frankfurter Herrengarten. Ganz berühmt, dieser Ort. Vielleicht ja schon, da weiß ich nicht. Das ist auf den Osterinseln. Im Frankfurter Herrengarten, wie er heißt. Oh, das war die andere von mir. Ja, das war hier ein Geländespiel durch den Wald, beziehungsweise eine Andacht. Das war so ein Andachtspfad. Stimmt, so, das sagst. Die Andacht von der leeren Wasserflasche. Ah, da glänzt. Was noch haben wir Elite? Das fand ich saugeil, dass die drei Jungs da gekocht haben für uns. Das war das letzte Mal. Das waren die drei Bananen. Das war so cool. Da gab es auch Raclette. Gibt es eigentlich nur Raclette. Ja, wir essen und trinken.